Herr Schmidt, eben umgibt das in der amerikanischen Wirtschaftspolitik und der Exportpolitik, gibt es da eine Strategie, die auch den Einsatz nachrichtendienstlicher Erkenntnisse vorsieht? Die amerikanische Außenpolitik hat sich bei ihrer Export- und Wirtschaftspolitik schon immer auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse gestützt. Aber nach dem Ende des Kalten Krieges hat das in den 90er Jahren die erste politische und nachrichtendienstliche Priorität gewonnen. Das heißt, man hat ein ganzes Netzwerk amerikanischer Geheimdienste und Verwaltungsagenturen geschaffen, die globale Wirtschaftsaufklärung zugunsten der amerikanischen Wirtschaft betreiben. Reden wir jetzt über Vermutungen oder gibt es da auch und gab es dazu auch Erkenntnisse und Belege, dass es so ist? Die Untersuchungen im Auftrag des Europäischen Parlaments haben schon 2001 zutage gefördert, dass es ein ganzes Netzwerk von technischen Spionagemöglichkeiten gibt, was darauf zielt, Wirtschaftsgeheimnisse fremder Großunternehmen oder auch fremder Staaten auszuforschen. Kann man denn dann auch behaupten oder ist es richtig, dass dann die ganzen Argumente, die jetzt auch im Zusammenhang mit Snowden und so weiter auf den Tisch kamen, es geht um Terrorabwehr, dass das zum Teil nur vorgeschobene Gründe sind? Nein, Terrorabwehr ist natürlich nach den Anschlägen auf das World Trade Center die allergrößte und erste Priorität der amerikanischen Nachrichtendienste. Da profitieren auch die europäischen Verbündeten von den Amerikanern. Aber zugleich ist ja unter Obama die NSA nachhaltig aufgerüstet worden. Der Finanzetat um 50%, die Mitarbeiterzahl um etwa 50%. Das heißt, man hat die alten Aktivitäten keineswegs fallen lassen und wir finden immer noch eine immens wichtige und breite Wirtschaftsspionage, nicht nur gegen solche gegnerischen Staaten wie den Iran oder China, sondern gerade gegenüber wirtschaftlichen Konkurrenten. Und da ist die Exportnation Bundesrepublik Deutschland natürlich an vorderster Front im Visier der Amerikaner. Können Sie mal aus Ihren Erkenntnissen jetzt auch so ein bisschen beschreiben, wie ich mir das vorstellen muss, wie das abläuft im Bereich jetzt Wirtschaftsspionage? Also wir haben zwei Bedrohungslagen für die deutsche und europäische Wirtschaft. Die eine Bedrohungslage ist die staatliche Spionage, überwiegend technisch durch die NSA. Da gibt es dann eine Menge von Informationen, die im amerikanischen Regierungsapparat verteilt werden an amerikanische Großunternehmen. Und der zweite und viel bedeutendere Anteil liegt darin, dass die ganzen Kontraktfirmen von CIA und NSA nicht nur für die staatlichen Nachrichtendienste arbeiten, sondern auch einen großen privaten Kundenkreis aus der amerikanischen Wirtschaft haben. Die Mitarbeiter dieser Unternehmen werden überwiegend aus den Nachrichtendiensten rekrutiert. Die haben ihre alten Rückverbindungen und so fließen aus regierungsseitig gewonnenen Geheiminformationen viele Informationen in die private amerikanische Wirtschaft ab. Was ist denn vorrangiges Ziel jetzt dieser Informationsgewinnung? Geht es da um Technologie? Wenn die amerikanische Regierung in einem No-Spy-Abkommen anbietet, dass man auf technische Spionage verzichtet, dann meint das den klassischen Technologieraub. Also Eindringen in Patentverfahren, Stehlen von Verfahrenstechniken und dergleichen. Das haben die Amerikaner so gut wie noch nie gemacht. Insofern fällt ihnen der Verzicht unheimlich leicht. Was sie nicht ausschließen, ist das, was man Economic Espionage nennt. Das heißt, die Aufklärung von Exportstrategien von deutschen Großunternehmen, das unmittelbare Ausforschen von laufenden Verhandlungen zwischen deutschen Großunternehmen und Abnehmern in der dritten Welt, weil man dann nämlich in dieser Phase rechtzeitig zugunsten amerikanischer Unternehmen intervenieren kann. Das geschieht in Staaten der dritten Welt häufig durch politische Intervention. Es kann aber auch darin münden, dass die amerikanische Firma einfach die Möglichkeit hat, günstiger zu bieten. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden ist unser Fokus immer auf die technische Spionage ausgerichtet. Da vergisst man, dass die CIA immer noch doppelt so groß ist wie die NSA. Das heißt, auf dem Sektor der Spionage mit menschlichen Quellen passiert viel mehr. Und das macht nicht nur die CIA, es macht eigentlich auch das gesamte diplomatische Korps der Amerikaner. Die sind nachrichtendienstlich tätig. Sie legitimieren das damit, dass deutsche Großunternehmen in der Vergangenheit ausgesprochen oft den Staaten der dritten Welt Bestechungsgelder gezahlt haben. Wie reagieren denn die deutschen Behörden auf diese Erkenntnisse und auch das Vorgehen der Amerikaner? Mit Ausnahme einer kleinen Phase zu Anfang der 90er Jahre reagieren die deutschen Behörden einfach mit einer Vogelstrauß-Taktik. Da wird der Kopf in den Sand gesteckt.
Man weiß sehr genau, dass die amerikanischen Nachrichtendienste und gewisse Privatfirmen die deutsche Industrie angreifen. Man weiß auch genau, dass man angesichts der technologischen Möglichkeiten der NSA keine Möglichkeit hat, das technisch abzuwehren. Man hat nicht die Kapazitäten im Bereich zum Beispiel von Observationskommanden, um mehrere hundert CIA-Leute in der Bundesrepublik Deutschland zu überwachen. Es fehlte immer am politischen Willen, eine Spionageabwehr aufzubauen, die eine Art Rundumverteidigung macht. Das heißt, sich auch gegen die Freunde in London und Washington richtet. Warum machen die das nicht? Da fehlt ja der politische Wille oder warum geschieht da nichts? Ich kann kaum verstehen, warum man sich ja gegenüber Briten und Franzosen, gleichgewichtigen Mächten, nicht nachrichtendienstlich wehrt und in derselben Weise auch nachrichtendienstliche Gegenangriffe startet. Gegenüber den Vereinigten Staaten ist das traditionell etwas anderes. Da gibt es von vornherein diese Unterwürfigkeit der deutschen Politik gegenüber amerikanischen Großmachtambitionen. Das heißt, selbst wenn eine Regierung weiß, was die Amerikaner an nachrichtendienstlichen Angriffen starten, dann wird das unter den Teppich gekehrt, aus bündnispolitischen Rücksichten verschwiegen. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse sind mehr, also ein offizieller Teil der Exportförderung der amerikanischen Politik. Kann man das so bezeichnen? Die britische und die amerikanische Geheimdienstpolitik definieren als Ziel nachrichtendienstlicher Arbeit die Stärkung des wirtschaftlichen Wohlergehens des eigenen Landes. Ganz explizit, das wird überhaupt gar nicht verschwiegen. Das heißt, die Nachrichtendienste haben den Auftrag, durch Wettbewerbsspionage größere Weltmarktanteile zu gewinnen. Kann man sich sowas hier in Deutschland auch vorstellen? Die machen deutsche Dienste sowas auch? Nein, der Bundesnachrichtendienst macht natürlich in gewisser Weise auch Wirtschaftsaufklärung. Er stellt zum Beispiel Studien über das wirtschaftliche Potenzial der Volksrepublik China, die Entwicklung der Erdölindustrie in Brasilien. Aber das geht nicht zu deutschen Großunternehmen in der Form von Konkurrenzspionage, sondern es geht um allgemeine Beobachtung von wirtschaftlichen Prozessen und trägt bei der Regierung dazu, das Handlungswissen im Bereich von politischen und wirtschaftlichen Strategien zu stärken. Das heißt, insbesondere in Zeiten einer europäischen und internationalen Finanzkrise ist der Bundesnachrichtendienst natürlich aufgerufen, auch da Entwicklungen mit seinen nachrichtendienstlichen Mitteln zu erforschen. Das heißt nicht, dass er zum Beispiel Wanzen bei internationalen Konferenzen legen würde, für diesen Dienst undenkbar. Das heißt auch nicht, dass er vermeldete elektronische Aufklärungskapazitäten auf bestimmte amerikanische Großunternehmen richten würde, die ihren Sitz in der Bundesrepublik haben. Das ist undenkbar. Man macht das mit viel analytischer Arbeit, mit Partnerdienstinformationen, mit Informationen aus diplomatischen Kreisen, aber nicht mit diesen harten spionagetechnischen Maßnahmen, die die Briten und Amerikaner anwenden. Können Sie den Ärger, der zum Teil auch von der Wirtschaft oder jetzt von bestimmten Unternehmen geäußert wird, immer nur hinter vorgehaltener Hand, also öffentlich bekennt man sich ja nicht dazu, jedenfalls war das unsere Erfahrung, aber können Sie den Ärger verstehen, dass Sie sagen, wir müssen uns selbst schützen, der Staat tut's nicht? Also da muss man sehen, dass auf der Ebene der Großindustrie natürlich Schutzmechanismen da sind. Ein so großer Konzern wie Siemens hat eigene Sicherheitsabteilungen, versucht seine Telekommunikation selbst zu schützen. Die besonders gefährdeten Unternehmen sind die mittelständischen, die keine eigenen Kapazitäten dazu haben. Die werden zwar beraten vom Verfassungsschutz, aber sie werden nicht geschützt. Eigentlich wäre es eine politische Kernaufgabe der Bundesregierung, Schutz vor Spionage sicherzustellen. Und man darf es nicht den Unternehmen allein überlassen, zumal die technische Abwehr außerordentlich begrenzt ist. Was geht, ist nur eine politische Abwehr durch entsprechende völkerrechtliche Vereinbarungen.